Hallöchen, ich habe bei QVC bestellt und zwar von Mimimi dieses Goddess Collection Set und ja, schauen wir mal rein, ne? Gucken wir mal rein. Wir haben dort einmal, ach jetzt muss ich das hier erstmal versuchen irgendwie rauszukriegen, na komm da mal raus, das ist hier so da eingepackt. Nehmen wir das hier erstmal raus. Bisschen viel Verpackung für so wenig Zeug, aber als Geschenkset ZB ist es jetzt gar nicht so schlecht, wenn man da das so hat, so schön angeordnet und so. Also, fangen wir mit dem Lidschatten an. Da haben wir einmal diesen Lidschatten. Ist ein Viererset. Ja. Der gebackene Lidschatten ist jetzt von der, ich weiß nicht, irgendwie ist der jetzt nicht so, ich sag mal so, ich habe schon stärkere Lidschatten gesehen, aber ich finde ihn ganz hübsch von den Farben, so finde ich ihn in Ordnung, also ich habe schon bessere gesehen, sagen wir es mal so, ich habe schon bessere gesehen, aber ich finde ihn so, von der Farbgebung gut. Da kann ich nicht meckern. Da bin ich schon mal zufrieden mit. Das ist okay. Gut, kommen wir weiter zum, ja, was ist das? Blush, Highlighter, Bronzer, alles in einem, würde ich sagen. Es ist eigentlich ein reiner Bronzer, aber ich finde, so manchen Ton kann man da auch zum Highlighten nehmen. Zum Beispiel das Weiß, ne? Ja, die einzelnen Farben versuche ich euch mal hier zu swatchen. Er krümelt ein bisschen. Also die eine Farbe krümelt. Das merke ich schon. Ja, ein bisschen krümelig. Wenn man mal so guckt, da seht ihr schon deutlich, dass der so ein bisschen krümelt. Und wenn man so alles zusammenmischt, dann hat man da so einen interessanten Mixton. Naja, lasse ich mich mal überraschen. Ne? Muss man erstmal hier wieder sauber machen. Mein Gott, ich bin ja hier voller. So, wieder sauber. Ja, weiß nicht, vom Bronzer habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie, naja, nun gut, mal schauen. Vielleicht geht's ja doch. Mal gucken. Dann gibt es ein Lipgloss dazu. Hier hat er so ein kleines Spiegelchen dran. Und so ganz ladylike eine Lampe. Lampe, um sich das mal so drauf zu schmieren. Vom Farbton, ja, finde ich ihn nett. Der Farbton sagt mir schon zu. Fühlt sich jetzt auch erstmal ganz gut an. Also da finde ich es okay. Und dann haben wir hier einen Nagellack. In so einem Goldton, Gold, Gelb, Grün, was ist das, Chamäleon? Ich weiß es nicht so ganz, was das für ein Ton sein soll. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Ich bin gespannt, wie er auf den Nägeln sein wird. Mache ich dann einen Swatch auf meinem Blog oder so. Und hier haben wir den Highlighter. Das ist der. Ich muss sagen, wegen dem habe ich es auch, hat es mich dann dazu hingerissen, ihn zu kaufen. Weil der mir am meisten zusagte irgendwie. Und machen wir mal hier so. Ja, der könnte. Der schimmert recht gut. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so im Licht sieht. Schimmert jedenfalls sehr heftig. Naja, lass mich mal überraschen. Ich werde mich mal mit schminken. Komplett oder so und dann mal schauen, was das Ergebnis gibt. Lass ich mich mal überraschen. Ja, das war das eine Set, was ich gekauft habe. Ich habe aber noch ein bisschen mehr bestellt. Stellen wir jetzt mal zur Seite. So. Ich habe noch bestellt ein Set von Bare Minerals. Und zwar hier einmal so ein Lipgloss. Na, warte, ich mache euch so. Das ist, steht hier irgendwie ein Name drauf oder so, Sourdough,
New York oder so ähnlich, glaube ich, wenn das der Name ist, ne? Ich nehme an, das ist der Name. Dazu kamen ein Rouge. Ups. Hier, das ist auch sogar schon offen. Ein Rouge drin. So, da haben wir ihn. Ich muss sagen, ich habe ja schon ein Set von Bare Minerals und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich auch wieder von Bare Minerals bestellt. Ich kriege es jetzt mit den Fingernägeln nicht auf die anderen. Deswegen zeige ich euch die jetzt einfach nur so. Das ist ein Lidschatten. Und hier haben wir auch noch einen Lidschatten. Der erste hat den Namen Cable Car und der zweite North Beach. Ja, dieses Set gehörte zusammen, die vier Teile. Und dann habe ich noch ein Set genommen. Und zwar ging es da um Foundation. Einmal Finishing Puder und einmal Foundation. Das hier ist die Foundation Fairy Light Nummer 10. Und das hier ist das Finishing Puder Mineral Veil. Das hat so eine Farbe. Und die beiden gab es dann im Set. Ich habe sie gleich im Set genommen, weil das Set war nicht viel teurer als die Foundation alleine. Seht ihr, was ich ganz vergessen habe bei dem Bare Minerals Set mit dem Lipgloss, gab es noch diese Tasche hinzu. Da passt sogar alles von Bare Minerals, was ich habe, gerade so rein. Das ist doch schon schön. Kann ich komplett reintun und zumachen. Ja, oder auch nicht. Oder doch, ja, passt. Sehr schön. Ja, das war mein QVC-Haul. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die so in der Anwendung sind, die Sachen. Und da freue ich mich schon richtig auf Schminken. Also, bis dann. Tschüss.